Koordination. Hier schulen wir sowohl die Frequenzschnelligkeit als auch die Sprungkraft in Verbindung mit Ballannahmen und Torschuss. Stellen Sie dazu zwei Hürden im Abstand von 18 Metern zum Tor auf und verteilen jeweils zwei Spieler an jedes Hütchen. Die beiden Anspielstationen befinden sich auf 5 Metern Höhe und seitlich zum Tor. Die beiden ersten Spieler an den Stationen starten gleichzeitig von außen mit der Hürdenaktion. Beide haben dabei einen Ball in der Hand. Jeder Spieler absolviert 4 Skippings in vollem Tempo, bevor er beidbeinig über die Hürde hin- und zurückspringt. Diesen Ablauf absolvieren beide Spieler insgesamt 3-mal. Danach wirft der linke Spieler dem rechten den Ball hoch zu, während der rechte Spieler den Ball flach zuspielt. Beide verarbeiten das Zuspiel nach innen und schießen schnellstmöglich auf das Tor. Das zweite Zuspiel verarbeiten beide Spieler dieses Mal nach außen und schießen erneut auf das Tor. Variante. Jetzt wechseln die Spieler nach jeweils 5 Skippings insgesamt 3-mal die Hürdenseite und absolvieren direkt danach 3 Beidbeinsprünge über die Hürde. Danach werfen die Spieler auf der rechten Seite den Ball hoch zu, während die Spieler auf der linken Seite den Ball flach zu spielen.